Das Panther-Derby steht an. Augsburg muss nach Ingolstadt. Die Fans können sich auf ein intensives Match freuen. Denn beide Teams konnten wegen des Deutschlandcups Kraft tanken. Die Akkus sind also voll, die Panther sind heiß. Derbys sind was Besonderes. Die Jungs sind sicherlich motiviert für jedes Spiel. Aber gegen deutsche Meister, dadurch, dass wir auch dort gewonnen haben, das erste Spiel, können wir mit breiter Brust dahin fahren. Dass Ingolstadt Favorit ist, das, glaube ich, liegt auf der Hand. Aber wir haben bewiesen in dem ersten Spiel, dass wir auch deutsche Meister zu Hause schlagen können. So geschehen am zweiten Spieltag. Mit 4:2 besiegten die Augsburger Panther damals die Ingolstädter Panther. Ein weiterer Auswärtssieg und der AEV zieht gleich mit dem Tabellenvierten aus Oberbayern. Besonders motiviert Sebastian Uvira. Nach seinem Debüt für die Nationalmannschaft und dem Sieg beim Deutschlandcup hat der 21-Jährige momentan ganz große Freude beim Eishockey. Oh, auf jeden Fall. Ich denke, der Turniersieg, den wir eingefahren haben, es war ein super Gefühl, dass ich noch am Eis gestanden bin mit dem Pokal und alles. Und wie gesagt, es war ein unglaubliches Gefühl. Es war eine sehr, sehr große Erfahrung für mich und ich bin gerade überglücklich. Augsburg belegt derzeit den Pre-Playoff Platz 7. Doch für Coach Larry Mitchell hat das Ranking noch wenig Aussagekraft. Tabellen in dieser Jahreszeit sind für Medien und für Fans. Wir schauen nicht auf die Tabelle, weil jeder Gegner ist gefährlich. Jeder kann jeden schlagen in dieser Liga. Und wir wollen nach 52 Spieltagen unter die ersten 10 stehen. Doch jetzt sind erst einmal alle Augen auf Ingolstadt gerichtet. Beim großen bayerischen Panther-Derby.